Heute wieder mein Schminkkörbchen für euch. Ich bin wieder meine Make-up-Sammlung durchgegangen, habe mir hier die Sachen, die ich nächste Woche benutzen möchte, in mein Körbchen gepackt und ja, werde eben nur die Dinge nächste Woche benutzen. Und was das wieder ist, zeige ich euch jetzt. Und ich gehe jetzt in der Reihenfolge vor, so wie ich sie mir jetzt aufs Gesicht auftragen würde, weil manchmal ist es irgendwie total durcheinander, ist mir aufgefallen. Deswegen mache ich jetzt die Reihenfolge, wie ich sie auftragen würde oder wie ich sie auftrage, die Produkte. Anfangen tue ich mit meinem Primer. Ich habe diese Woche zwei. Zum einen wieder der Rimmel Fix & Perfect Pro Primer, das ist der. Und ich habe mir noch so ein kleines Sample mit reingepackt vom Too Faced Primed and Poreless Pure Primer. Das ist der hier. Den habe ich schon mal benutzt, den fand ich ganz gut, ja, dass ich mal abwechseln kann. Als Foundation habe ich von CoverGirl die Outlast Stay Fabulous Foundation in Classic Ivory, das ist die hier. Und ich mag die mittlerweile richtig gern, muss ich sagen. Zum Fixieren so ein bisschen der Foundation und funktioniert auch sehr gut solo getragen. Von MAC Studio Fix Plus Pressed Powder Foundation, ja, in NC15. Das ist die hier. Also wie gesagt, die fixiert und mattiert super schön die Flüssig Foundation und kann aber auch super alleine getragen werden. Dann habe ich Concealer für Pickelchen, Unreinheiten, falls da irgendwas ist, von MAC den Studio Finish Concealer in NC15. Das ist der. Für die Partie unter den Augen von MAC den Pro Longwear Concealer in NC15. Und zum Fixieren des Ganzen habe ich von Bare Minerals den Concealer bzw. Eye Brightener in Well Rested. Das ist der hier. Dann Lidschatten. Ich mache weiter mit meiner Base von MAC den Pro Longwear Paint Pot in Painterly. Als Base für meinen Lidschatten. Und als Lidschatten habe ich kommende Woche die NYX Love in Florence Palette Eat Love Be Fab. Das ist die hier. Und die habe ich jetzt schon ein bisschen länger. Und ich habe mir die damals gekauft, nur wegen diesem tollen Peach-Ton hier. Und ich muss sagen, ich bin kein Riesenfan dieser Palette. Ich habe auch mal eine Review drüber geschrieben. Ich verlinke euch die, wenn ich hoffentlich dran denke. Auch mit Swatches und allem könnt ihr euch mal anschauen, wenn ihr Interesse habt. Aber ich kann euch schon gleich sagen, ich kann die Palette nicht unbedingt empfehlen. Man hat echt heftigen Fallout, vor allem eben mit diesem Peach-Ton. Auch der hier, hier sind ja so Goldflecksele drin. Die sieht man am Auge überhaupt nicht mehr. Was schön ist, ist dieser Ton hier, den trage ich heute auch und habe das hier ein bisschen ins äußere V und in die Crease gegeben. Aber alles in allem kann ich die Palette nicht empfehlen. Aber nichtsdestotrotz, sie ist halt in meiner Schminksammlung und ich war halt auf der Suche nach einem wirklich schönen klaren Gold. Das ist es hier, weil ich das kommende Woche tragen wollte. So sieht das geswatcht aus. Das ist wirklich ein sehr schönes Gold und deswegen habe ich mir die Palette reingepackt, aber ich würde sie jetzt nicht nochmal kaufen, sagen wir es mal so. Ja. Als Eyeliner habe ich kommende Woche drei Stück. Ich möchte vielleicht ein bisschen mit Farben experimentieren. Ich habe zum einen, um auf der sicheren Seite zu sein, von Urban Decay 24/7 Kleidung Eye Pencil in Demolition. Das ist einfach nur ein brauner Kajalstift. Dann habe ich nochmal einen Urban Decay 24/7 Kleidung Eye Pencil in Stitch. Das ist der. Und der ist einfach nur super. Ich liebe den so, so sehr. Ich sage es immer wieder, ich bin kein Fan von Grün auf meinen Augen, weil ich grüne Augen habe. Aber das ist einfach wirklich super schön. Hier ist Stash, das ist Demolition und ich trage auch Stash heute, also oben am oberen Wimpernrand und unten, und das sieht wirklich toll aus, auch bei grünen Augen. Und dann habe ich noch einen von NYX, ein Face Out Glide On Stay On and Definitely a Turn On Waterproof Extreme Shine Eyeliner. Das ist der komplette Name dieses Ganzen in Azur und das ist ein unglaublich schönes Türkis und ich dachte mir halt einfach mit diesem Gold, vielleicht ein bisschen von dem Türkis am unteren Lidrand, ja, dass ich das sehr, sehr gut machen könnte. Dazu habe ich mir für meine Wasserlinie was Spezielles reingepackt, und
zwar von Tarte in Emphasize in der Rim Brightener. Das ist einfach so Nude Creme. Kajol, so sieht das Ganze aus. Die halt speziell für die Wasserlinie gemacht ist. Um halt, ich finde es ganz schön, zum Beispiel hier bei diesem Azur, wenn dann die Wasserlinie nochmal ein bisschen aufgehellt ist. Das strahlt dann nochmal so ein bisschen. Ich habe das letzten Sommer schon getragen und das sah richtig gut aus. Das ist halt der hier. Dann Mascara. Was ist die denn hier? Mal wieder von Yves Saint Laurent, die Baby Doll. Ist ja immer noch hier mein kleines Sämpelchen. Es kommt immer noch was. Ist immer noch zu benutzen, deswegen brauche ich die immer noch. Für meine Augenbrauen habe ich von MAC mein Eyebrow Pencil in Fling. Das ist der. Und zum Fixieren der Augenbrauen den Lash Brow Designer von Catrice. Das ist der. Und ich sage es jedes Mal, der ist eigentlich klar. Der hat sich halt verfärbt durch die Farbe des Augenbrauenstiftes. Als Bronzer zum Konturieren, falls ich Lust haben sollte, von Benefit Hoola, wie immer. Aber sage ich auch, jede Woche liegt komplett unangetastet jemand dran rum. Blushes habe ich zwei Stück. Einmal von NARS, das Orgasm Blush, das trage ich heute auch. Habe ich schon ewig nicht mehr benutzt, muss ich sagen. Und es ist ja ein absoluter Klassiker. So sieht's aus. Und eine wirklich schöne Farbe, vor allem für den Sommer. Also ich mag es gern. Ich weiß gar nicht, warum ich es so ewig nicht mehr benutzt habe. Aber gut. Das ist einmal und dann ein Swatch. Sieht das Ganze so aus. Tolle Sommerfarbe. Noch ein zweites von P2 aus der Beauty Girl Safari LE, das ja momentan gibt. Ein Savannah Sunset Duo Blush in Sunny Reflection. Und das sieht so aus. Und jetzt ist einmal dieser helle und einmal dieser dunkle Ton. Und die sind solo getragen, sehr schön. Aber noch schöner sind die, wenn man die vermischt. Die sind wirklich toll. Dieses Blush ist wahnsinnig schön. Guckt euch das mal an. Also die LE kann ich euch sowieso wärmstens empfehlen. Dann als Highlighter von MAC ein Extra Dimension Skin Finish in Superb. Das hier. Und das mag ich auch so gerne. Kräftig aufgetragen ist es richtig kräftig. Aber wenn man es dezent aufträgt, ein super schönes Highlight. Ich habe es auch heute auf meinem Nasenrücken und ein bisschen um die Augen rum. Ganz, ganz toller Highlighter. Leider limitiert, aber wenn es die mal wieder gibt, guckt euch den an. So sieht es aus. Also ganz, ganz schön. Für meine Lippen habe ich drei Sachen. Eigentlich so ein kleines Sample von NARS in der Orgasm Gloss, das ist der. Den trage ich heute auch, weil halt der natürlich jetzt super zu dem Blush passt. Eine ganz tolle Farbe, also ich glaube, entweder man mag ihn oder man hasst ihn, weil er ist schon echt extrem scheinig. Irgendwie kein Wort, aber er hat halt krassen Schein, also sieht man auch im Swatch. Also der schimmert schon wirklich extrem, aber ich finde ihn aufgetragen gar nicht so extrem krass und ich finde die Farbe wirklich, wirklich sehr, sehr schön. Und das Schönste dran ist, der klebt null, also nix. Ihr kennt es mit Sicherheit, wenn man Gloss trägt und macht so und dann hat so diese Fäden und es ist ultra hässlich und ultra eklig, aber das passiert hier mit dem gar nicht, also rein von der... Allein rein von der Qualität des Glosses her bin ich echt begeistert. Ich habe den heute auch zum ersten Mal benutzt und die Farbe ist halt auch toll. Also ich finde das eine wunderschöne Sommerfarbe und ich bin hin und weg. Und dann habe ich noch einmal von Revlon ein Lip Butter in Strawberry Shortcake mir mit reingepackt, falls ich irgendwie ein bisschen rosa haben möchte, weil das ja mehr so ein Peach-Ton ist, eben hier Orgasm. Ich zeige euch so auch noch mal kurz, also das ist Strawberry Shortcake und geswatcht sieht das Ganze so aus. Sehr schönes Rosa, sehr easy zu tragen und ich mag die Lip Butters ja sowieso. Und dann noch ein Lippenstift von Milani in der Farbe Fruit Punch. Das ist hier, den habe ich noch nie getragen, nur einmal geswatcht. Deswegen wollte ich den jetzt auch unbedingt mal tragen. Das ist ein sehr, sehr kräftiges Pink. Erinnert mich sehr an hier
Sweet Pop von Clinique. Diesen neuen Lippenstift, den ich habe. Ja, hier, also ein sehr schöner warmer Pinkton mit gelbem Unterton. Ganz, ganz tolle Farbe und macht sich mit Sicherheit auch sehr gut hier zu meinem P2 Blush und einfach zu diesem Gold auf den Augen. Parfüm habe ich. Ach, halt, ich habe was vergessen. Ich habe hier noch so ein Physicians Formula. Ich habe jetzt mal Probleme irgendwie mit dem Namen. Ein Shimmer Strip in Riviera Strip mit reingepackt. Und das kann man als Bronzer, Blush und Lidschatten benutzen. Und ich habe hier heute diesen obersten Ton benutzt als Highlight unter meiner Brauen und im Innenwinkel. Und ja, das werde ich auch kommende Woche so machen. Und wie gesagt, Duft habe ich keinen, weil ich einfach momentan so bin. Ich möchte jeden Tag entscheiden, ob noch was mir ist. Aber ich habe einen Nagellack, den habe ich auch schon drauf. Und zwar ist das von Essie Fitchie. Und das ist diese aktuelle Version. Es ist ja, ich habe noch einen anderen Fitchy, der sieht anders aus, der ist heller. Der ist ein bisschen mehr Roséfarben, also hat ein bisschen mehr Rosé mit drin. Und das ist der, den es momentan gibt. Also, und die sehen wohl ja immer anders aus. Also das ist jetzt so der aktuelle, den es zu kaufen gibt. Und ja, das war mein Schminkkörbchen für kommende Woche. Ich freue mich sehr drauf, vor allem auf die Lippenprodukte, auch die zu benutzen. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ganz, ganz lieben Dank fürs Zuschauen. Startet morgen gut in die neue Woche und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss.